Zum vorletzten Thema in der 10. Klasse und damit in der Schule, vielleicht als kleine Motivation dazu, und zwar das Skalarprodukt. Wir schauen uns das Ganze an, das Skalarprodukt ist bei Vektoren. In dem Fall haben wir hier zwei Vektoren, Vektor b und Vektor a, und wenn ihr das hier seht, diese beiden Vektoren stehen senkrecht aufeinander. Ja? Also hier haben wir unseren Vektor im Allgemeinen ausgeschrieben, ax, ay, bx, by, und wir sollen jetzt zeigen, dass die beiden aufeinander senkrecht stehen, beziehungsweise wir sollen eine Bedingung finden, wann die beiden aufeinander senkrecht stehen. Bei Bedingungen, wann irgendwas senkrecht aufeinander steht, da kennen wir etwas aus einer Formelsammlung. Denn wir wissen, dass wenn zwei Steigungen aufeinander senkrecht stehen, dann muss das Produkt von beiden minus 1 ergeben. Jetzt lautet die Frage, wie kriegen wir hier diese Vektoren irgendwie so in Steigungen umgewandelt, dass wir diese Bedingung anwenden können? Das ist eure Aufgabe. Ihr sollt am Schluss auf dieses Ergebnis kommen. Also irgendwas steht hier mit minus 1 und irgendwie müssen wir versuchen, diese beiden Vektoren in Steigungen umzuformen. Bitte jetzt auf Pause drücken, das Ganze soweit abschreiben bis auf den blauen Kasten. Das ist nur eine Merkhilfe. Und dann versucht bitte mit diesen gegebenen Geschichten, den hier, den drei Sachen, auf Durchrechnung auf dieses Ergebnis zu kommen. Bitte jetzt auf Pause drücken. Ich hoffe, da seid ihr jetzt selber drauf gekommen. Wir wissen ja, die Vektoren sind so zu schreiben. Das ist ja nichts anderes als Spitze minus Fuß. Und daher können wir, wenn wir das Ganze umdrehen, das leicht aus als Steigung schreiben. Also die Steigung von Vektor a wäre damit die Division andersrum, ay durch ax. Und das gleiche gilt beim Vektor b. Die Steigung wäre by durch bx. So, und jetzt tun wir diese beiden Steigungen, die wir hier haben, zusammen multiplizieren und ich erhalte ay durch ax mal by durch bx gleich minus 1 und jetzt muss ich quasi nur noch die Bruchregeln aus der 6. Klasse anwenden und ich habe gezeigt, dass genau diese Bedingung gilt. Diese Bedingung braucht man, um weiterzukommen auf unser späteres Skalarprodukt. Schaut mal, wie kann man aus diesem Term oder aus dieser Gleichung diese Gleichung erhalten. Bitte jetzt auf Pause drücken und schauen, dass wir durch algebraische Umformungen oder Äquivalenzumformungen genau auf diese Gleichung kommt. Ich habe das Stichwort schon gegeben, Äquivalenzumformungen. Als erstes machen wir den Tricky Trick oder wir multiplizieren eben hier aus dem Nenner ax mal bx raus. Dann erhalte ich ay mal by ist gleich und das minus 1 mit dem hier multipliziert ergibt minus ax mal bx. So, und jetzt müssen wir schauen, das Ganze muss nur noch hier auf die Seite. Heißt, ich muss auf beiden Seiten hier plus ax bx rechnen und schon erhalte ich genau diese Gleichung. Ja, und das ist jetzt quasi meine Endbedingung. Wenn also zwei Vektoren aufeinander senkrecht stehen sollen, dann muss genau diese Vorschrift gelten. Mit Altbekannten haben wir das quasi hier zusammengefasst. Und das auf der linken Seite ist unser sogenanntes Skalarprodukt. Also, zwei Vektoren a und b kann ich als Skalarprodukt schreiben, nämlich genauso die y-Koordinate von a mal die y-Koordinate von b plus die x-Koordinate von a und die x mal die x-Koordinate von b. Und das zusammen nennt man das Skalarprodukt. Schreiben tut man das Ganze so. A, Kringel und ein Punkt. Ihr kennt das vielleicht schon, die Multiplikation, also das Produkt bei den Vektoren oder überhaupt eine Rechnung bei Vektoren wird immer mit so einem Kreis gekennzeichnet, damit man es unterscheiden kann. Wenn man das hier Ganze, also diese Rechnung hier auflöst, kommt genau das raus. Und jetzt kommt eine doppeldeutige Bedingung. Ist das Skalarprodukt 0? Also wie hier, gleich 0, dann stehen die Vektoren aufeinander senkrecht. Dann gilt das hier. Andersrum, stehen die Vektoren aufeinander senkrecht, dann gilt, dass das Skalarprodukt 0 ist. Ja, das ist eine mathematische Spitzfindigkeit, dass es eben in die Richtung gilt und auch in die Richtung. Das Ganze bitte jetzt so in euer Themenheft. Ihr habt das meiste eh schon gerechnet, müsst es bloß noch zu Ende gestalten. Dann bitte jetzt auf Pause drücken und das ins Themenheft übernehmen. Ja, in der Formelsammlung steht das Ganze auf Seite 43. Gut, welche Aufgaben können wir damit anstellen? Zum Beispiel können wir überprüfen, ob zwei Vektoren aufeinander senkrecht stehen. Mit der Bedingung, die wir jetzt gerade gehabt haben, versucht ihr das jetzt bitte zu lösen. Bitte jetzt auf Pause drücken und das selbstständig lösen. Ja, das Skalarprodukt, nochmal zur Wiederholung, ist ax mal bx plus ay mal by. Und das ist in dem Fall minus 3 mal 4. Plus 2 mal 6.
Ja, gibt minus 12 plus 12 gibt 0, also Vektor A steht auf Vektor B senkrecht. Das habe ich damit gezeigt, über das Skalarprodukt. Ich brauche ja nicht mehr die riesen Umwege gehen, sondern kann das direkt berechnen. Eine weitere Aufgabe, die möglich ist, berechne die fehlenden Koordinaten so, dass die Vektoren senkrecht stehen. Jetzt sehen wir hier, das ist eine normale Koordinate, Cosinus 30 Grad, gibt einen bestimmten Wert. Also hier habe ich tatsächlich eine Koordinate drin stehen. Das hier allerdings ist sind die Polarkoordinaten. Das heißt, das muss ich zuerst umrechnen. Und das steht in der Formelsammlung auf Seite 67, wie ich, wenn hier ein Radius und hier ein Winkel steht, das Ganze in x- und y-Werte umrechne. Das schaut euch bitte jetzt mal nach in der Formelsammlung und versucht dann, die fehlende Koordinate so zu berechnen, dass ihr, dass das Skalarprodukt das Richtige rauskommt. Bitte jetzt auf Pause drücken und selbstständig versuchen. Ja, wenn ich das Ganze umwandle, bekomme ich für den Vektor A 4 mal Cosinus 90 Grad und für den Y-Koordinate 4 mal Sinus 90 Grad. Und jetzt habe ich quasi hier kartesische Koordinaten. Jetzt kann ich das zusammenfassen. 4 mal Cosinus 90 Grad mal Cosinus 30 Grad, also die obere Schiene, plus 4 mal Sinus 90 Grad mal BY, die untere Schiene, und das muss 0 ergeben. Jetzt wandle ich das natürlich vorher zuerst um. Der Cosinus von 90 Grad, der ist 0. Also gibt das vordere schon mal 0 und hinten Sinus 90 Grad gibt 1, bleibt stehen 4 BY und das muss 0 ergeben. Und das gilt, wenn BY gleich 0 ist. Dann eine weitere Aufgabe. Wir sollen A und B den fehlenden des X bestimmen, wann das ganze A und B senkrecht aufeinander stehen. Bitte jetzt wieder auf Pause drücken und die Aufgabe zu Ende rechnen. Gut, die Bedingung, die sich dabei ergibt, ist einfach der obere Term mal der zweite Term, untere erste Term mal untere zweite Term, das Ganze addiert, muss 0 ergeben. Dann wird das Ganze ausmultipliziert, x mal x, x mal 2, minus 4 mal x, minus 4 mal 2, plus x mal minus 1 und so weiter, erhalte ich einen n-langen Term, der muss 0 ergeben, und wenn ich das Ganze zusammenfasse, erhalte ich eine quadratische Gleichung, die ich dann mit der x1,2-Formel oder mit dem Taschenrechner lösen muss. Und wenn ich das Ganze dann auflöse, erhalte ich x1 2,35 und x2 minus 2,35.